Hier ist das Journal der DW aus Berlin. Ich bin Jens Ohlesen. Guten Tag. Und mein Name ist Julia Hahn. Schön, dass Sie dabei sind. Das sind unsere Themen in der nächsten. Die NATO-Staaten wollen Stärke demonstrieren. Mitten in der schwelenden Ukraine-Krise hat im Norden Europas ein groß angelegtes Manöver begonnen. An den Übungen der Luftstreitkräfte beteiligen sich auch Schweden. Ministerium. Und in der Ukraine selbst bleibt die vereinbarte Waffenruhe brüchig. Die Militärführung in Kiew und die Separatisten werfen sich gegenseitig vor, immer wieder mit den Kämpfen zu beginnen. Ja, und wegen der Ukraine-Krise ist auch das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland seit Monaten schon angespannt. Dazu kommt jetzt ein neuer diplomatischer Affront dem deutschen Außenpolitiker. Und wir blicken in den Irak. Dort versucht die Regierung, Tatkraft zu demonstrieren und spricht davon, dass irakische Truppen mit der Rückeroberung der Stadt Ramadi und der gesamten westlichen Provinz Al-Anbar begonnen haben. Die Provinz wird von der Terrormiliz IS kontrolliert. Unterdessen erneuerte das Pentagon in Washington die Kritik am Kampfeswillen der irakischen Armee. Die Armee braucht jetzt dringend Erfolge, um ihre Handlungsfähigkeit zu beweisen. Die Iraker müssen sich also weiter auch Kritik vom Verbündeten USA anhören. Welche Erfolgschancen die Armee mit ihrer Gegenoffensive jetzt hat, das haben wir unsere Korrespondentin Birgit Svensson in Bagdad gefragt. Und freiwillig an der Seite der Armee kämpfen ja schiitische Milizen. Was können die denn beitragen zum Kampf gegen den IS? Wie stark sind sie? Die militärischen Kämpfe sind der eine Aspekt, die Flüchtlinge der andere. Vor den Kämpfen fliehen ja viele in Richtung Bagdad. Was können Sie uns über die Situation dieser Menschen sagen? Indien leidet weiter unter einer extremen Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 50 Grad Celsius. Ja, besonders Mitarbeiter von Hilfsorganisationen erklärten, die tatsächliche Zahl, die liege noch weit darüber, da viele Hitzetote in abgelegenen Dörfern gar nicht erfasst würden. Sein neuer Amtssitz ist der ganze Stolz des türkischen Präsidenten Erdogan angemessen für ein bedeutendes Land, wie er gern betont. Doch schon während der Bauphase gab es juristischen Ärger um den gewaltigen Komplex. Jetzt erklärte das oberste Verwaltungsgericht den sogenannten Weißen Palast zum Schwarzbau. Irland bestimmt die innenpolitische Debatte in Deutschland. Ja, das kommt zugegeben eher selten vor. Ne? Das deutliche Ja der Iren zur Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare heizt die Diskussion in Deutschland an. Die Opposition fordert die endgültige Gleichstellung Homosexueller mit heterosexuellen Paaren. Auch viele Politiker aus der Regierungskoalition glauben, dass was passieren muss. Aber eben nicht alle. Jetzt kommen wir mit einem Bekenntnis. Wessi? Ossi. Tja, und was die Deutschen, Wessis und Ossis 25 Jahre nach der Wiedervereinigung verbindet oder was sie vielleicht auch trennt, darum geht es bei uns gleich. Bleiben Sie dran. 25 Jahre deutsche Einheit. Bis gleich. Die Gräben sind tief in der Zentralafrikanischen Republik. Immerhin gibt es seit Beginn des Monats eine Versöhnungskonferenz in dem Land und heute eine Geberkonferenz in Brüssel. Im März 2013 war in der Zentralafrikanischen Republik. Im Moment herrscht angespannte Ruhe im Land, das seit seiner Unabhängigkeit 1960 nicht zur Ruhe kommt. Jetzt also die Geberkonferenz in Brüssel. In Nigeria ist jetzt ein 6 Monate dauernder Benzinstreik beendet worden, der das Land lahmgelegt hatte. Die Probleme aber, die sind damit nicht beseitigt. Ausgerechnet Nigeria, Afrikas großer Öllieferant, geht regelmäßig das Benzin aus. Die größte Volkswirtschaft des Kontinents verarbeitet das Rohöl nicht selbst, sondern verkauft es nur. Ein Problem von vielen afrikanischen Staaten, die kaum Industrie haben. Nigeria muss also Benzin importieren. Diverse Korruptionsskandale verschärfen die Situation weiter. Aktuell herrscht ein akuter Benzinnotstand. Und wir blicken an die Börse in New York. Am Dienstag verhagelten den Anlegern in den USA schlechte Konjunkturdaten, den Start nach einem langen Wochenende. Mehr dazu hat jetzt Markus Koch von der Wall Street. Und hier jetzt noch die Zahlen im Überblick. Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. So sagte es der ehemalige Bundeskanzler und SPD-Ehrenvorsitzende Willy Brandt. Es war die Zeit zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung. 25 Jahre ist die Aussage Willy Brandts jetzt her. Es sollte ein langsames und auch mühevolles Zusammenwachsen werden. Wir haben den Prozess mit der Deutschen Welle ja oft begleitet. Da war eben doch mehr zu überwinden zwischen Ossis, ja, und Wessis als nur eine Mauer.
Wie weit sind wir im Jahr 2015? Das ist die Frage heute. Offensichtlich weit genug, um dem Thema schon mal eine Museumsausstellung zu widmen. Bei den French Open im Tennis haben sich die Favoriten keine Blöße gegeben. Rekordsieger und Titelverteidiger Rafael Nadal gewann sein Auftakt. 33 Jahre hat der Berg geschlafen, jetzt ist er wieder explodiert. Der Vulkan Wolf auf der Galapagos-Insel Isabella stieß eine 15 Kilometer. Das war der Blick in die Welt und so weiter Journal. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns. Tschüss. Die Iren haben Ja gesagt zur Homo-Ehe und auf einmal ist das Thema auch hier in Deutschland wieder ganz oben auf der Agenda. Der Justizminister will heute einen Gesetzentwurf vorlegen, der homosexuellen Paaren ein paar mehr Rechte einräumt, aber eben nur ein paar. Der Opposition reicht das nicht. Sie fordert, dass Schwule und Lesben in Zukunft heiraten können, wie heterosexuelle Paare auch. Angesichts der vielen Flüchtlingsdramen im Mittelmeer zieht die Europäische Union jetzt weitere Konsequenzen. Ab sofort soll die EU-Grenzschutzagentur Frontex. Sein neuer Amtssitz ist der ganze Stolz des türkischen Präsidenten Erdogan. Angemessen für ein wichtiges Land, wie er betont. Doch schon während der Bauphase gab es juristischen Ärger um den gewaltigen Komplex. Jetzt erklärte das oberste Verwaltungsgericht den sogenannten Weißen Palast zum Schwarzbau. Papst Franziskus. Schiitische Milizen sollen den Kampf gegen die Terrormiliz IS im Irak unterstützen. Gemeinsam mit irakischen Soldaten haben sie eine Großoffensive begonnen, um die Stadt Ramadi und die gesamte westliche Provinz Anbar zurückzuerobern. Bislang waren Bagdad und Washington skeptisch, was den Einsatz schiitischer Kämpfer betrifft, denn die werden vom Iran unterstützt. Und die Provinz Anbar ist überwiegend sunnitisch. Aber die Verstärkung könnte eine letzte Chance sein, um den IS noch zu stoppen. Im Nachbarland Iran sitzt ein Reporter der Washington Post seit 10 Monaten im Gefängnis, weil er für feindliche Regierungen spioniert haben soll. Der amerikanisch-iranische Korrespondent Jason Rezaian war vergangenes Jahr gemeinsam mit seiner Frau festgenommen worden. Sie kam auf Kaution frei, Rezaian selbst musste in Teheran hinter Gitter. Jetzt hat der Prozess gegen ihn begonnen und ist sofort wieder vertagt worden. Die US-Regierung und Rezaians Redaktion verlangen seine Freilassung. Jetzt der Blick an die US-Börse. Dort haben den Anlegern am Dienstag schlechte Konjunkturdaten die Stimmung verhagelt. Mehr jetzt von Markus Koch an der Wall Street. Mehrere hunderttausend Menschen sind auf der Flucht, denn von Frieden ist die Zentralafrikanische Republik noch weit entfernt. Was das Ausland tun kann, darüber wird heute auf einer internationalen Konferenz in Brüssel beraten. Die Europäische Union hat jetzt die finanzielle Hilfe für das Land um 72 Millionen Euro aufgestockt. Darum hatte vor allem eine Frau geworben. Deutschlands Verteidigungsministerin von der Leyen ist in Indien. In Neu-Delhi wird sie heute von Regierungschef Modi empfangen. Bei den Gesprächen geht es vor allem auch in Delhi, wo die Ministerin gerade ist, ist es zurzeit so heiß wie schon lange nicht mehr. Die Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 50 Grad Celsius fordert vor allem im Süden Indiens immer mehr Opfer. Mehr als 800 Menschen sollen bereits an den Folgen eines Hitzschlags gestorben sein. Manche Berichte gehen sogar von mehr als 1000 Toten aus. Eine Monsunfront, die Abkühlung verspricht, wird erst Anfang Juni erwartet. So lange dauert die Hitze wohl noch an. Benoît de la Danse, das ist so etwas wie der Oscar im Ballett. Einer der renommiertesten Preise der internationalen Tanzszene. Gerade wurde er. Soweit das Journal. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.